Das sind doch die Fatzkes von eben schon wieder, oder? Na. Komm. Ich will den ein bisschen hier hinpullen. Ach, dann eben nicht. Was jetzt, du Stück Dreck? Ich höre doch noch einen von links. Genau, da ist er auch schon. Ha, erwischt. Aua, aua. Mach das doch mal. Huch. Ein sehr dynamischer Kopf. So, Hansi, Weg ist frei. Wo bist du? Da. Da sagt er Vorsicht aufpassen, aber lebt schon die ganze Zeit. Moment, Hansi, ich will einmal kurz hier gucken. Nee. Können wir nicht rein. Ist im Sumpf versunken. Da lebt er die ganze Zeit hier im Sumpf und hat trotzdem noch Angst vor denen. Der muss doch Wege kennen, wie er an denen vorbeikommt, oder nicht? Hm. Schnellreisepunkt. Die Luft ist rein. Keine Muhme in Sicht. Ich muss der Oma was vorsingen, das beruhigt sie. Oh Gott, jetzt singt er auch noch. Wenn die Sonne schlafen geht und die Lichter aus sind, kriecht der Mondschein aus dem Fenster und so sanft träumt das Kind. Du hast deine Stimme wieder. Ja, obwohl ich irgendwo eine Oktave verloren habe. Ich suche sie, wenn ich daheim bin. Du darfst nicht hier sein, Hansi. Hättest nicht kommen sollen. Nur ruhig, Oma. Nicht aufregen. Das bekommt ihr nicht. Sobald Oma kommt, wird's wieder sehr strange alles. Die Frau, nach der ich vorhin gefragt habe. Vergib, Oma, aber dieser Mann muss unbedingt mit den Herrinnen sprechen. Das ist nicht erlaubt. Bitte. Es ist wichtig. Er wird ganz still sein. Oma, bitte hör zu. Ich habe die kleine verirrte Jadna gefunden, oder? Genny vom Fieber geheilt und nichts verlangt. Nicht mal über meine gestohlene Stimme habe ich mich beklagt. Aber jetzt will ich was, Oma. Hilf dem Mann hier, sonst geht er mir Tag und Nacht auf den Geist. Sogar auf den Pott. Er sucht ein Mädchen. Und vielleicht wissen die Herrinnen, wo sie ist, hm? Tja, wenn du es so sagst, Hansi, ich werde ihm helfen. Komm mit mir. Hansi ist ein guter Junge, aber die Herrinnen mögen ihn nicht, nein. Sie nennen ihn eine miese Kreatur. Wer sind die Frauen auf dem Wandteppich? Das sind die Herrinnen. Meisterinnen, hört mein demütiges Flehen. Seht einen erbärmlichen Wurm vor euch stehen. Was euch recht ist, soll jetzt geschehen. Du wagst es, uns zu stören, Weib?
Ja, erstmal den natürlich. Jemand spricht durch dich? Hübsch und auch noch schlau. Wo hast du dich versteckt, Jungchen? Jungchen? Ich suche eine junge Frau mit aschblondem Haar. Ihr habt sie gesehen. Wo ist sie? Oh, diese Ungeduld. Vielleicht mag ihr nur aschblonde Mädchen. Die junge Frau, sie ist meine Ziehtochter. Wen soll das interessieren, wenn sie wohlgeformt ist? Mich. Ah, ein runder Punkt. Er blubbert wie Bier mit frischer Hefe. Oh, genauso mag ich sie. Ihr habt sie gesehen. Verschweigt mir nichts. Wie ungehobelt. Na, vielleicht ist es besser so. Sag, wie mutig bist du? Fürchtest du die Bestien des Waldes? Dies sind harte Zeiten, Weißhaariger. Bruder kämpft gegen Bruder. Das Land schwimmt im Blut. Das Böse ist stärker als je zuvor. Eine dunkle Macht ist bei Nineveh erschienen. Sie lebt von Hass und Verachtung. Zerstöre sie, dann erzählen wir dir, was wir über die aschblonde Frau wissen. Dunkle Macht? Da braucht ihr einen Ritter oder Hexenjäger, keinen Hexer. Der Dorfälteste von Nineveh wird dir alles erzählen. Lass dich von ihm bezahlen, wenn du die Aufgabe erfüllt hast. Unsere Dienerin bringt dir jetzt den Dolch. Den Dolch? Was ist, Einen Dolch? Wozu? Wenn der Dorfälteste den Dolch sieht, weiß er, dass wir dich geschickt haben und hilft dir. Ach so. Okay. Ich dachte schon, wir müssen diesen Dolch benutzen jetzt. Ich rede mit dem Dorfältesten, aber versprechen kann ich nichts. Los, Weib, gib dem jungen Mann den Dolch. Und du, Weißhaariger, kehre erst zurück, wenn du die Aufgabe erfüllt hast. Ja, Herrin, sofort. Bin unterwegs. Dolch, ich muss den Dolch holen. Hier, der Dolch. Die Herrin sagen, ich soll ihn dir geben. Den Dolch. Den Dolch, meinst du? Ah, den Dolch. Ja, gut. Leg den Lohn des Dorfältesten auf den Stein. Steinblank, steinglatt, steinweiß, steinhört. Ja. Okay, ich wollte mir einmal dieses Bild hier angucken. Was passiert denn hier auf diesem Bild? Die eine hat ein Ohr in der Hand. Die andere hat einen Korb mit einem Huhn und einem Messer. Und die hat irgendwie ziemlich viele Beine. 1, 2, 3, 4. Vier Beine, Schriftzeichen, das Auge. Komisches Gemälde. Wem gehören denn diese Beine da? Okay, ich habe auch nur 3 Stimmen gehört und jetzt nicht noch 4 irgendwie einen im Hintergrund oder so. Okay, dann müssen wir wohl einen Hexerjob erledigen. Geh fort. Du solltest nicht hier sein. Ja. Alle Kinder schlafen tief, träumen schöne Sachen und der Mond weiß ein Geheimnis. Psst, keine
dunkle. Das war aber ein dunkles Lied. Okay, wir müssen nach Niederwirr. Hauptsache erstmal raus aus diesem Sumpf hier. Die Musik, die macht einen echt kirre. Also jetzt nicht im negativen Sinn, aber die sorgt schon für ein echt beklemmendes Erlebnis hier. Okay, wie weit ist das denn? 170 Meter. Da gehe ich mal eben so durch den Sumpf. Was stand denn hier einst? Hier ist ja alles... Oh. Vergiftet? Los, meine Lieben, an die Arbeit! Was? Alle drei erwischt. Schon wieder so einer mit seinem Schild. Ich weiß immer noch nicht genau, wie man die Flak kriegt. So, der ist platt. Feuer bringt ja auch nichts hier. Ach nee, ich hatte den ja letztens mit... Warte. Gedankenbeeinflussung, glaube ich. Habe ich einmal so gemacht. Aua. Ne, so habe ich nicht gemacht. Ich habe so gemacht. Und dann habe ich so gemacht. Perfekt. Oh, falsch. Den will ich wieder. Das geht ganz gut mit Bedankengeeinflussung. Bedankengeeinflussung. Ach Mist, hier stehen noch überall Explosivfässer. Wieso sehe ich immer sowas zu spät? Da liegt der Loot. Nein, überlastet. Verdammt. So, komm, schmeiß mal. Was bringt denn das? Kriegen wir eh nicht. Oh. Pfosten, du. Also ich. So. Weiter geht's in Richtung Niederwirr. Niederwirr. Ah. Wir sind in Niederwirr. In Niederwirr gibt's Schafe. Und eine Anschlagstafel. Aber erstmal suchen wir den Dorfältesten. Sein Mädchen. Eigentlich darf ich nicht in der Nähe von Krienfeld spielen. Ja, dann lass es doch. Dahin ist ein Händler. Gehen wir erstmal dahin. Hallo. Schläft etwas schrecklich Böses. Ich sag's ja, geht zum Weidener. Wir singen dir ein paar Gebete. Also und bitte Weiße. Die Götter, dass das Traumgeflüster dich nicht wieder in den Wald führt. Ja, der Weidler, der hat's drauf. Den haben wir auch schon kennengelernt. Hallo. Milch, frische Sauermilch, Eier direkt aus dem Stall oder Hühner direkt dran. Nee, danke. Eine Partie Karten. Erstmal hier. Zeig mir, was du zu verkaufen hast. Dann können wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen schrottlos werden. Na. Oh, wir haben hier einen Rennsattel. Den habe ich ja noch gar nicht gesehen. Ein Rennsattel, wie cool. Gleich mal direkt anlegen. Ja. Sonst, die würde ich gerne wieder zersäbeln, weil die bringen ja nur... Hm. Ja,
Ja, komm. Achso, reparieren kannst du nicht. Du bist ja kein Schmied. Sollen wir einmal Gwind spielen mit ihm? Komm, einmal geht. Einmal können wir machen. Ja, komm. Ich weiß noch nicht, ob ich etwas von dir kaufen werde, aber ich würde gerne eine Partie Gwind mit dir spielen. Na, gerne ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber man kann es schon mal machen. Spiel starten. Achso, was haben wir denn hier? 1, 1. Dann tue ich den weg und den. So, dann mal los. Ein Gargoyle auf Fernkampf. Okay. Da halten wir gegen. Klirrende Kälte, der Sack. Okay, dann müssen wir jetzt auf Fernkampf gehen. Dann nehmen wir die. Der hat ganz schöne Wummen, ne? Was kann er? Wähle eine Karte aus deinem Ablagenstapel, keine Helden- oder Sonderkarte und spiele sie sofort aus. Die packen wir mal hier rein. Kann ich die nicht aktivieren? 10 gegen 8. Ne, 10 gegen 10. 9 gegen 10. Wir sind am Zug, aber wenn wir jetzt aufhören, dann wird er weitermachen und uns schlagen. Also können wir nicht aufhören. Dann packe ich die Einserkarte noch drauf. Kann man die aktivieren? Nee. Ja, eigentlich müssen wir jetzt immer wieder draufpacken, bis... was macht die? Ach, die geht... Wir können zwei Karten ziehen und da ist gerade Eis. Ja, dann machen wir das doch. Zack. Haha, sauber. 12, 12. Dann packen wir die noch hier drauf. Ja, was soll ich denn jetzt noch? Wie viele Nahkämpfe? Wir haben viele Nahkämpfer. Ja gut, das bringt ja nichts. Dann packen wir die hier einfach da rein. Die hat eh nur einen. Geht schon. Er kommt mit 5, auch im Nahkampf. Jetzt ist die Frage, kann er das noch aufholen? Kann er das aufholen? Kann er das? Kann er das? Kann er das? Ich sag mal nein und passe. Nahkampf. Nein! Doch, jawohl! Huch! Im Prinzip können wir ja jetzt alles ausspielen, was wir haben. Er hat gepasst. Was? Er hat gepasst? Ja, dann... Komm, wir machen hier. Zack. Wir geben ihm volle Breitseite. Bams. So, einmal ordentlich aufs Maul. Cool. Ach, hier muss ich ja drücken. So, 10 Kronen gekriegt. Hätten wir auch mehr wetten können. Schade. Aber weiß man ja nie vorher. Hallo, Dorfältester. Hallo. Sag ich doch. With the key.